Wir haben gar nicht damit rechnen können, solch eine schöne Zinngießerwerkstatt zu erhalten. Eines Tages las ich in einer Museumsveröffentlichung vom Bayerischen Museen, vom Verein Bayerischer Museen, dass dort eine Zinngießerwerkstatt zu erwerben sei. Na, ich dachte, wir können es ja mal versuchen. Und siehe da, unter den Bewerbern, die zum Teil also merkwürdige Vorstellungen hatten, muss ich dazu sagen, das war unser Glück, sind wir dann bevorzugt worden. Und nun ist er hier, der Herr Harrer, Hermann Harrer, der Zinngießer. Meine Zinngießerei stammt aus Nürnberg. Ich arbeitete bis 2003 als selbstständiger Zinngießer und habe nach Beendigung meiner aktiven Laufzeit diese Werkstatt, den Freilandmuseum in Konz, vermacht. Und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie das Zinngießerhandwerk gehandhabt wurde. Meine Zinngießertätigkeit in Nürnberg betrug sich über 40 Jahre, 45 Jahre auf diesem Beruf. Ich hatte meine Werkstatt in der Geschwister-Scholl-Straße in Nürnberg. Seit 15 Jahren war ich da selbstständig. Zuvor in mehreren anderen Zinngießereien. Teile dieser Werkstatt stammen aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, wie zum Beispiel diese Drehbank hier oder die alte Bohrmaschine. Und einige der auch Formenmaterial, wie diese Deckelformen, die stammen alle schon aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Andere Formen wurden im Laufe der Jahrzehnte wieder erneuert oder neue gemacht aus Stahl. Die alten Formen stammten meistens noch aus Grau oder Dämpferguss. Und die neuen Formen sind aus Stahl oder Aluminium, vor allen Dingen kleinere Formen. Und das hat den Vorteil bei Aluminium, dass sie vom Zinn nicht angefressen werden können, was bei Messingformen oder Bronzeformen der Fall ist. Wenn man Bronzeformen wie diese hier nicht pfleglichst behandelt und schützt, werden sie vom Zinn angefressen und zerstört. Das kann bei Aluminium nicht passieren. Hier ist ein typisch kleiner Zinngießer-Schmelzofen, der bis 2003 in Betrieb war. Jetzt momentan ist er leider noch nicht angeschlossen. Dieser Ofen hat den Vorteil, dass er schnell aufheizbar ist und für verschiedensten Zwecken bis zum Gießen von Tellerformen eingesetzt werden kann. Und von der Temperatur, die er erreicht, so klein er auch ist, aber er erreicht eine Temperatur von 450 Grad. Befeuert wurde dieser Ofen mit Erdgas, also umweltfreundlich und abgasarm. Hier unten ist der Brenner zu sehen. Und am Rückteil ist die Zinnsicherung und die Einschaltventile. Man hat diese Teile reingelegt und dann schmolzen sie in kurzer Zeit ein. Die Form wird in dem flüssigen Metall, die Form wird in das flüssige Metall eingelegt und erhitzt, bis sie die gleiche Temperatur hat wie das zu gießende Material. Hier ist es rohe Zinn, so wird sie angeliefert, fertig applikiert für Kunstguss. Dies ist das Rohmaterial, das dann verarbeitet wird zu Zinngegenständen in Kannen, Bechern, Krügen, die dann im Endeffekt, wenn das Teil fertig ist, so ausschauen. Die einzelnen Arbeitsschritte sind das Gießen. Nach dem Gießen beginnt das Verputzen, dann das Abdrehen an dieser Maschine, Schleifen und Polieren, bis dann zum Ende so ein Teil herauskommt, je nach Formen, die man bearbeitet. Wenn ein Teil aus der Werkstatt kommt, aus der ersten Form, dann schaut es so aus. Diese Teile werden dann erst
bearbeitet und zu einem Stück zusammengefügt. Beim Scharnier ist es ja so, man gießt erst dieses Teil, verkupfert ist, dann wird es in die Form eingelegt, so, kommt hier rein. Kommt dann so in die Form, dann wird drauf gegossen, der Deckel, dann ist es verschmolzen, ist es ein Stück und das fertige Scharnier kommt raus, wird mit Bienenwachs geschmiert. Dieses Scharnier hält sehr lange und hat kaum Spiel. Vielleicht nach 10 Jahren, dass er mal ein bisschen Spiel hat. So überhaupt nicht. Im Gegensatz zu den Scharnieren, die Industrie aus zwei Teilen zusammen macht, mit Stiften dann extra rein, die wackeln ewig, von Anfang an, bei denen nicht. Das sind so kleine Unterschiede zwischen Industrie und Handwerk. Das sind sogenannte Ziegelingen, die geschärft sind, mit einem Grat noch an der Seite, mit dem man dann die Gussnähte bearbeiten kann. Im Mittelalter und bis in die Neuzeit hinein war Zinn das Material für Geschirr. Wir haben hier so eine kleine Ausstellung dieser Vitrine. Es gab also nicht nur Becher, es gab Kannen, es gab Teller, es gab Leuchter, es gab sehr viele Dinge, die aus Zinn hergestellt wurden. Und Zinn ist eigentlich nur dann verdrängt worden von den moderneren Materialien, einmal den keramischen Materialien, Zinn, Steingut, Steinzeug, dann Porzellan, ja. Und dann von emailliertem Material oder von heute von Tiefwort Aluminium. Dadurch ist Zinn leider etwas in den Hintergrund gedrückt worden, aber es spielte also, und deswegen ist es für uns interessant, es spielte doch als Gebrauchsmaterial der Menschen früherer Generationen eine große Rolle. Und das wollen wir hier also auch versuchen, etwas darzustellen. Und ich bin besonders glücklich, dass wir heute hier einen Fachmann haben, der auch hoffentlich tut der Ofen ist, dass der uns auch dann auch mal was aus Zinn gießen wird. Wir wollen es versuchen. Wir werden es versuchen, ja. Halte also das Däumchen. Wir werden gleich also zum ersten Guss schreiten. Gegossen, geschmolzen wird das Zinn in einen Titel, einen Schmelztitel. Diese hier ist eine, vorläufig ein Provisorium. Jetzt hat das Metall schon angefangen zu schmelzen. Jetzt geht es relativ schnell. So. Ich muss jetzt ein bisschen Hochbehälter machen. Ja, warum? Also? Ja, wahrscheinlich. Muss ganz trocken sein, weil sonst geht die ganze Wanne nach oben los. Also das ist jetzt ein Notbehelf in dem Sinne. Normal liegen die Formen ganz flach drin. Und die schwimmen dann auch auf dem Material. Weil die Dichte von Zinn und Eisen ist fast die gleiche. Ja gut, das geht auch schnell. Das ist das Schauen wir mal, ob es heiß geht. Der Schmelzpunkt ist bei 232 Grad, bis zum Gießen ist er zu 350 bis 400 Grad ungefähr haben. Darum wird es in das flüssige Metall reinkalten, dass es da drin erhitzt, dann hat es dieselbe Temperatur wie das Material. Jetzt hoffen wir, dass das heiß genug war.
Vorgrund. Der Verzeichnis ist da, habe ich schon gemerkt. Jetzt vom Kühlen zieht sich das Metall zusammen, da muss man oben muss es frei bleiben, dass das Metall immer wieder sich nachsaugen kann, weil sonst würde der Guss nicht gelingen, sonst würde er versaugt sein, sagt man dann. So, der erste Guss ist gelungen. Bitte nicht anfassen, es ist noch sehr heiß, das kann bloß ich anfassen. Andere würden sich die Finger verbrennen. Ja, im Laufe der Jahre. Ja. So abgehaftet. Da ist schon noch sehr heiß, geht Ihnen nicht. Können wir das jetzt abbrechen oder wie ist das? Nach dem Gießen beginnt das Verputzen. Dann die weitere Bearbeitung mit Drehen, Schleifen, ja, das Entgraden. Jetzt ist der Grat entfernt und es kann weiter bearbeitet an der Drehbank werden. Zinn wurde eigentlich vor einigen hundert Jahren überall in Deutschland hergestellt, Zinngerätschaft. Auch in Trier gab es sogenannte Kannengießer. Ja, die hatten zwar keine eigene Zunft, die gehörten zu so einer Sammelzunft, der Krämer merkwürdigerweise, aber Zinn war, bis es die moderneren oder mehr akzeptierten Geschirrteile gab, war Zinn eigentlich das Geschirr, von dem die Menschen ihr Essen genommen haben. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, auch Herrn Harrer, in Nürnberg, die berühmten Bratbürstchen, die kriegt man immer noch serviert auf einem Zinnteller. Auf Zinnteller, ja. Oder ja, auf Zinnherz, wenn es mehrere ist, wenn es eine größere Portion ist, die kleine Nürnberger Bratwürste, da gehen ja einen Haufen drauf. Ab 12 Stück kriegt man es auf ein Herz, bis zu 12 sind sie in einem runden Teller.